So, 6 Uhr morgens. Heute geht's los zum Tracken, hoffe ich mal. Ich hoffe auch. Muss. Wir fahren jetzt mit dem Auto 2 bis 3 Stunden und dann kann es endlich losgehen, theoretisch. Die Betten hier, Alter, das war härter als der Boden. Und die Decke so schwer, so eine richtig dicke, schwere Decke. Einfach krass. Ja, Wetter, boah, sieht irgendwie noch so gemischt aus. Gehen wir mal runter und fahren gleich los. Na, wie ist die Lage? Müde. Sehr müde. Ja, ich hoffe, wir fahren mit dem Auto hier. Das sieht ganz cool aus. Also doch nicht das Auto. Wäre zu cool gewesen. Sah expeditionsmäßig aus. Ich bin mehr Leute. Ja, es regnet gerade noch nicht. Ich hoffe, dass meine Prophezeiungen, dass es immer früh bis mittags rum trocken bleibt, dass das halt stimmt. Das wäre noch ein Kompromiss. Wir sind jetzt in Naya Pool. Die Fahrt dauerte irgendwie nur 1,5 Stunden, also ging recht flott. Hier ist auch schon das Schild. Also, ich bin gespannt, was uns erwartet. Das Wetter sieht gerade noch sehr gut aus. Ich hoffe, das bleibt so. So, wir laufen jetzt erstmal so das kleine Dörfchen durch. Theoretisch kann man sich hier jetzt noch was kaufen, wenn man möchte. So, hier ist es auf jeden Fall deutlich ruhiger. Und die Menschen hier sind schon mal auch viel, viel netter. Also schon mal was ganz anderes. Also man kann sich auch noch weiterfahren lassen, glaube ich. Also der Typ vom Hotel hat uns halt heute hier hingefahren und meinte, ihr seid ja zum Wandern hier, also fangt am besten schon hier an. Natürlich kann man auch ein bisschen weiter sich fahren lassen, aber ja gut, muss jeder selber wissen, ne? Theoretisch müsste man dann hier Auto switchen, weil dann da ganz hinten wird es dann halt sehr bumpy, glaube ich, und da geht es dann nur mit Allrad hoch, meine ich. Kostet dann natürlich auch noch mal. Da vorne ist der Checkpoint. Da müssen wir jetzt unsere Permits gleich vorzeigen. Und dann müsste es irgendwo weitergehen. Wir schauen mal gleich. So, wir haben was gegessen und starten jetzt unseren Track. Gleich hinter der Permit-Station geht es dann auch schon los. Also da hinten sieht man schon das Schildchen. Würde ich sagen, starten wir, oder? Ja, wir starten mit ganz vielen Stufen. Ich glaube, heute und morgen gibt es generell sehr viele Stufen, so wie ich das mitbekommen habe. Also es wird sehr, sehr anstrengend. Ne? Wird anstrengend? Ja, ne? So sonstig. Ja, das ist der Bumpy Way hier, den manche noch mit dem Auto fahren. Ja, diesen Weg gilt es jetzt einige Zeit zu laufen erstmal. Ist zwar jetzt nicht so schön, aber dann geht es irgendwann nur noch Trekkingwege. Also theoretisch könnte man hier noch mit dem Jeep langfahren, was wahrscheinlich auch einige Leute machen werden. Aber wir nicht, wir nicht. Elle möchte extra Kilometer laufen. Na, wie ist es?
Sie ist voll fertig. Ja, wir sitzen gerade in so einem kleinen Restaurant und essen erstmal was. Wir haben es, glaube ich, 10 Uhr. Bis jetzt noch sonnig. Wolken sind auf jeden Fall sichtbar. Und es ist abnormal anstrengend jetzt schon. Ja, der Rucksack, der ist einfach abnormal schwer. Das ist das Schlimmste, glaube ich. Aber ich denke mal, dass wir uns nach ein paar Tagen dran gewöhnen werden. Hoffe ich mal. Ja, die Straße wird gleich enden. Und dann geht es, glaube ich, Stufen hoch. Sehr, sehr viele Stufen. Das wird was. Das wird was. Es gibt leckeren Honey Ginger Lemon Tea. Mega lecker, der Tee, ich feiere den. Und unser Essen wird gerade zubereitet. Gebratene Nudeln mit Ei. Gemüse wurde gerade im Garten gepflückt. Direkt hinter dem Haus. Echt cool. Ja, sowas erlebt man auch nicht alle Tage. So, jetzt wird es anstrengend. Jetzt gehen die Stufen los. Aber zum Glück keine Straßen mehr. Aber ja. Es geht berghoch, berghoch, berghoch. Tagelang Erde, berghoch. So, die ganzen Stufen sind wir gerade hochgelaufen. Jetzt sind wir hier im nächsten kleinen Dörfchen. Also bis Uleri. 2 Stunden stand am Schild. Ich weiß nicht, ob wir das heute bis dahin schaffen. Also von der Zeit her schon, vom Wetter her weiß ich noch nicht. Es zieht sich ein bisschen zu. Das war unsere erste Hängebrücke, die haben wir jetzt hinter uns. Cooles Gefühl rüber zu gehen, wackelt ein bisschen, aber irgendwie geil. Wir werden noch mehrere, glaube ich, überqueren. Kurze Pause. Geht gerade so viel Treppen hoch. Nur Treppen, Treppen, Treppen. Eben waren wir da ganz hinten unten. Da ganz hinten sieht man sie, ne? Und wir müssen noch... Jo. Ich glaube, es sind noch ein paar Treppen, die wir müssen. Aber ich denke mal, bis Uleri schaffen wir es heute. Schaut ganz gut aus. Also am schlimmsten finde ich eigentlich meine Schultern, muss ich sagen. Das tut unnormal weh. Also richtigen Rucksack holen. Und wirklich nur das Nötigste einpacken. Wir haben ein bisschen mehr mit, als wir brauchen. Wegen der Elektronik auch. Und wir haben einen dicken Schlafsack, weil wir eigentlich zum Mount Everest Base Camp wollten. Der wiegt 2 Kilo, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen heftig. Also man merkt, glaube ich, jedes Gramm, dass man hier hochschleppen muss. Wie ist die Lage? Scheiße. Oh, Stufen, Stufen, Stufen. Nur Stufen. Ich glaube, vom Weg her haben wir jetzt in einer Stunde weniger gemacht, als wir vorher in... Nee, umgekehrt. Wir haben jetzt in 2-3 Stunden weniger Weg gemacht, als wir, was wir vorher in einer Stunde geschafft haben. Es einfach nur berghoch geht. Es ist so heftig. Was für ein krasses Panorama. Heftig. Heftig, deftig, würzig, gut. Pamasche aus dem guten Haus, Naturgewürz. So, wir haben es geschafft. Wir sind in Uleri. Das ist unser Zimmer hier. Und sogar ein eigenes Badezimmer. Aber auch noch mit Dusche sogar. Krass. Highlight. Also das Zimmer kostet uns jetzt gar nichts, wenn wir hier essen. Haben wir, ja, ist okay, ne?
Haben uns dann auf der Speisekarte die Preise angeguckt. Standard würde ich erstmal behaupten. Wie ist die Lage, Elle? Besser. Besser? Ja. So, wir futtern jetzt gerade was. Also haben bestellt. Meine Schulter und mein Nacken komplett down. Später was draufschmieren. Ja, wir sind irgendwie die einzigen gerade hier in dieser Lodge. Bis jetzt. War auch die erstbeste. Hatte auch die besten Rezensionen irgendwie. Aber hey, ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt einfach genommen. Ich bin gespannt, was gleich das Essen bringt. Wir essen nachher wahrscheinlich nochmal hier. Ja, also ich esse heute nochmal. Und dann essen wir morgen früh hier nochmal. Alles klar, Peace. Ich beende das Video für heute. Es hat gerade auch ein bisschen geregnet, aber nicht viel. Es hat auch schon wieder aufgehört, glaube ich. Jo, wir sehen uns morgen. Morgen geht es weiter nach Gorepani. Das sind nochmal 5, 6 Stunden, 7 Stunden und 3200 Stufen, glaube ich. Das wird ziemlich heftig. Hab ich gar keinen Bock drauf. Aber dann übermorgen ist dann Sonnenaufgang am Poonhill. Da bin ich richtig gespannt drauf. Jo, würde ich sagen, wir sehen uns. Peace, haut rein.